Entscheidung vertagt. Im dritten Spiel um die deutsche Wasserballmeisterschaft schlägt der Pokalsieger aus Hannover den Rekordmeister aus Berlin. Die Niedersachsen erzwingen mit dem 12:14 Auswärtssieg ein viertes Spiel in Hannover. Lange hatten die Wasserfreunde Spandau diese dritte Begegnung kontrolliert. Für Wasserball-Legende Hagen Stamm ist es darum umso unverständlicher, warum seine Spandauer das Spiel noch aus der Hand geben. Da muss man konsequenter vorne im Angriff die Tore machen und die Überzahlchancen, die da waren, auch konsequenter einschießen. Da waren wir im vierten Viertel einfach schlecht. Wir haben aufgehört zu spielen im vierten Viertel. Und da muss man im Nachhinein auch sagen, damit hat man Waspo wieder aufgebaut und hat denen die Möglichkeit gegeben, dann nochmal Morgenluft zu wittern und auszugleichen, beziehungsweise dann am Ende sogar zu gewinnen. Dabei hatte alles so gut angefangen für die Wasserfreunde. Schnell liegt der Rekordmeister 3 Tore vorne, doch Waspo kommt immer wieder zurück. Nach einem 4:1 Rückstand markiert Marin Bann hier den 4:4 Ausgleich. Es ist der Kampfgeist, der Hannover in diesem Spiel auszeichnet, findet auch Waspo-Trainer Carsten Seehafer. Wir sind hier mit 3:0 gegen uns gestartet, mit 4:1 und wir kommen einfach zurück. Und allen Unkenrufen zum Trotz, das geht nur, wenn man so gut trainiert ist wie wir. Das geht nur, wenn man mannschaftlich gegenhalten kann. Und all das, was ich die letzte Zeit in Deutschland gelesen und gehört habe, hat man hiermit widerlegt. Und wir freuen uns jetzt einfach auf das vierte Spiel in Hannover. Wir springen ins letzte Viertel. Mit einer 11:9 Führung starten die Wasserfreunde in den Schlussabschnitt. Doch Waspo spielt jetzt seine Nehmerqualität aus. Markiert hier mit dem 11:11 den ersten Ausgleich seit dem 4:4. Knapp 2 Minuten vor Schluss gehen die Niedersachsen dann erstmals in dieser Partie in Führung. 12:13 liegen die Gäste jetzt in Front. Spandaus Gegenwehr, zu überhastet, zu unpräzise. Als dann nur noch wenige Sekunden auf der Uhr sind, schließt Ilja Immermann diesen Konter erfolgreich zum 12:14 Endstand ab und verdirbt den Wasserfreunden die Meisterfeier in der eigenen Halle. Am kommenden Mittwoch hat Spandau den nächsten Matchball, um den 36. Meistertitel nach Berlin zu holen. Dann allerdings im Volksbad in Hannover.